So, meine Lieben, das Aprilkind ist heute an der Reihe und ich wollte euch nur ganz kurz zeigen, was im Kit enthalten ist. Also das werden wir heute basteln, nacharbeiten. Das ist also unser Projekt für April. Und ja, hier mal noch eine andere Variante. Im Kit sind also enthalten eine große Schleife und zwei kleine in unterschiedlichen Farben. Ja, also kein Kit hat dieselben Schleifen drin. Dann gibt es ein bisschen Lochfolie, Luftpolsterfolie, zweimal Tüll, einmal ein bisschen fester in Schwarz, einmal ein bisschen weichere Konsistenz in Weiß. Dann gibt es noch einmal ein Stück Teppichstopper, einen Leinwandkarton in Größe 20x20 und vier Stücken Seidenpapier in unterschiedlichen Farben. Und mit diesen Zutaten werden wir dann, wie gesagt, ups, ihr kommt hier auch noch mit drauf, mit diesen Zutaten, Mensch, will nicht so, wie ich das will, werden wir also diese Leinwand nacharbeiten. Viel Spaß! Als allererstes mit dem Seidenpapier anfangen, weil ich euch nämlich zeigen will, was man damit Cooles machen kann. Und zwar, Seidenpapier ist ja jetzt gerade so quasi der letzte Schrei. Ja? Also jeder findet irgendwie gerade Seidenpapier ganz toll und jede Firma bringt gerade eigenes Seidenpapier raus mit irgendwelchen Mustern. Dabei kann man das total einfach selber machen. Das Einzige, was man wirklich braucht, ist halt Seidenpapier, Stempelfarbe, am besten die permanente. Ne? Also man sollte die nachher auch noch bearbeiten können. Und dann braucht man natürlich noch ein paar Stempel. Und da wähle ich mir mal wieder ein paar aus. Nehme hier einfach mal ein paar Sachen, die ich glaube ich machen möchte. Ich werde mir jetzt einfach mal ein bisschen vornehmen hier auf so einem Seidenpapier. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, genau. Bei dem bunten Seidenpapier ist es so, dass es gibt eine glänzende und eine matte Seite. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr auf die matte Seite drauf stempelt. Ja? Also ihr könnt da wirklich alles drauf stempeln, was ihr wollt. Jeden Stempel benutzen. Oder ich glaube, ich nehme doch Herzchen in dem Fall. Aber wie gesagt, wichtig, die Tinte, die ihr benutzt, sollte wirklich wasserfest sein.
schauen, aufreißen oder nicht. Okay, Schere. So, Malkarton kann man sich eigentlich vorstellen, ist, ist einfach eine Leinwand auf ein Stück Pappe gezogen. Ja? So, und was wir jetzt einfach machen werden, ist unser selbst kreiertes Seidenpapier als allererstes mal auf unseren Karton hier bringen. Dazu nehme ich ein bisschen Decoupage, Serviettenkleber, wie auch immer ihr das nennen wollt. So, ich zoome da mal kurz bei euch ran, damit ihr das etwas genauer sehen könnt. Falsch rum, wie immer. So, da seht ihr also, er ist natürlich noch nass, also glänzt das. Unser Seidenpapier frisch bestempelt und jetzt schon auf dem Kairan drauf. Das Weiße sieht echt cool aus mit diesem Schnörkelstempel drauf. Wieder selbst übertroffen. Nein, ich scherze nur. Okay, das muss ganz schnell trocknen. Ja, ich lege es dafür auf meine Heizung drauf. Mache hier ein bisschen Klarschiff und dann sind wir gleich wieder da. Oh, ihr Lieben, weiter geht's im Text, wollte ich gerade sagen. Ist alles getrocknet und jetzt kriegt mein Bildchen ich will ein bisschen Textur noch mal drauf bringen, also werde ich jetzt einfach mal maybe some pink. Oh, ein bisschen viel Farbe vielleicht. Mal gucken. Ich benutze das jetzt einfach mal einen Stempel. Hätte ich noch mal ein bisschen auseinanderschneiden können, aber egal. Und werde jetzt noch mal ein bisschen Farbe hier drauf bringen. Oben pink und unten blau. Ich glaube, das hier wird es ein bisschen lila, aber auch okay. Gut, ich lasse das hier mal kurz trocknen. Stempel hier nochmal was ab und bin gleich wieder da.
vielleicht auch ja, wieder falsch rum, dann könnt ihr gegebenenfalls auch mal gucken, ob ihr die Textur da sehen könnt. Ja, Tintextur, einfach nur Schnieke. Da. So. Ich will jetzt noch ein bisschen Blau auf meinem Leinwandkarton hier haben und bin jetzt halt am Überlegen, mache ich blau-blau oder gehe ich eher so ins Türkise über? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde mit Türkis gehen, im Hinblick auf die Blüten, die ich höchstwahrscheinlich hier benutzen werde. Ja, also wie ihr seht jetzt irgendwie, im Moment fallen die irgendwie nicht so doll auf. Deswegen würde ich gerne, dass sich der Hintergrund farblich noch ein bisschen, Hintergrund ein bisschen farblich ein bisschen abhebt von unseren Blüten. Also denke ich, werde ich jetzt einfach das Türkis machen. Mein Canvas-Karton hier ist soweit schon mal trocken und also wie ihr jetzt sehen könnt, also wie heißen die Schnurzels? Die Blütenschleifen, die mal Blütenblumen werden sollen, kommen jetzt natürlich viel besser noch zum Vorschein. Und ich werde, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, noch mal ein bisschen Weiß raufbringen. Und ich muss mir unbedingt mal angewöhnen, weil irgendwie vergesse ich das. Ich kann einfach mal meinen Untergrund hier benutzen. So, und werde jetzt, also wie gesagt, nur ein bisschen Weiß reinbringen. Mal sehen, wie sich die Blüten hier drauf machen. Ja, also man kann jetzt, wenn ich das mal so zu euch hinhalten kann, ja, also man sieht jetzt auf jeden Fall, okay, da sind Blumen. Ja, die fallen also quasi aus dem Raster. Also ja, you know what I mean. Ich werde mal die Schnipseldinger hier abschneiden. Und die Dinger brauche ich auch nicht. Ja, also ich könnte jetzt das einfach abziehen, aber ich nehme lieber Heißkleber. Da weiß ich dann wenigstens, es wird auch so halten, wie ich das gerne möchte. Musik
Und werden wir nochmal für euch ransuchen. Ransuchen. okay, wir sehen also hier unsere Blumen. Das war mein Telefon. Also und unseren schönen bearbeiteten, also wirklich wild bearbeiteten. Ja, also wenn ihr da nicht so drauf steht, dann macht das einfach nicht so doll. Ihr könnt auch einen Hintergrund machen, ja, mit grün und einem blauen Himmel, wie ihr das gerne möchtet. Ja, und für mich fehlt jetzt noch ein bisschen Text. So, habe mich jetzt entschieden, werde jetzt, habe hier noch von Christy Tomlinson's She Art, die, die Paper Dolls Bits and Pieces. Und ich nehme jetzt als erstes, ich glaube, ich nehme meinen weißen Stift, drehe mir das mal kurz rum, damit ich da besser herankomme, um Konturen zu zeichnen. Einfach noch ein paar Sachen auf oder tu so, als ob ich schreibe. Ja, ich denke, ich werde noch einmal mit ein bisschen Schwarz außen rumgehen. Ups. Und schmeiß einfach mal. Stempelkissen. Das gibt jetzt im Ganzen so eine kleine, ja, das ist jetzt ein bisschen einfach geinkt. Schwarzer Rand kommt einfach viel besser. So, ich zoome noch mal kurz für euch ran, dann könnt ihr noch mal einen genaueren Blick reinwerfen. She enjoyed the simple things.
Und wie gesagt, jetzt außenrum schwarz geinkt. Leuchtet ein bisschen im Licht. Aber wie gesagt, die Blümchen. Einfach eine coole Textur. Da könnt ihr euch austoben, so wie ihr das gerne wollt. Okay, das war's vom April-Kit. Diesen Leinwandkarton könnt ihr also mit dem April-Kit herstellen. Habt vielleicht gleich ein Geschenk für den Muttertag. Ja, wünsche euch ganz viel Spaß.